So, wir sind gerade beim, ich sag mal, Aufstieg. Weiß nicht, man sieht den Bus von hier jetzt gar nicht. Irgendwo da hinten unten ist der Bus. Und Philipp hat die Kamera mit. Und ja, ich bin echt gespannt. Es sieht wirklich toll aus. Mal sehen, wie viel da noch begehbar ist und wie viel da noch steht, sage ich mal. Also bis jetzt sieht es ja wirklich nur so aus wie Wände, wo dann halt auch vielleicht schon was drin gewachsen ist oder so. Und ich kann vielleicht auch mal, ich habe zwar gerade so ein bisschen vergessen, wie das hier heißt, aber ich kann vielleicht auch mal googeln, wieso das verlassen ist. Wir befinden uns in einem Dorf in den Pyrenäen. Es liegt auf 580 Metern Höhe und seit den 1960er Jahren leben hier keine Einwohner mehr, denn die letzten mussten dem Bau der Jesertalsperre weichen. Vorhin war auch bei der Autobahnauffahrt ein Schild, hier bin ich mit Fahrrädern, mit Traktoren, zu Fuß oder mit Esel gespannt oder oh mit mein Pferde gespannt Gott. Auf die Autobahn gehen. Hier sind voll die vielen Kackhäufen von irgendwelchen Tieren. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ihr seht es wahrscheinlich. Hier unten ist eine Horde wilder Schafe. Also was heißt wild? Die haben halt so Glöckchen um. Oha, wie süß. Hier ist eine Schafherde. Die kommen jetzt hier hoch. Süß, oder? Die machen auf jeden Fall schön laut. Philipp hat übrigens alle Schafe verjagt. Es tut mir leid, ich wollte nur hinhocken, damit die nicht so Angst vor mir haben. Hatten sie dann umso mehr. Ich dachte, dass... Boah, die Blumen. Voll schön. Das Haus hat auch einen schönen Balkon, den sieht man jetzt von hier aus gerade nicht. Ja, wir gehen jetzt mal hier hoch. Mal sehen. Auf jeden Fall ist es schon recht groß, also größer als es aussah, fand ich jetzt. Ja. So von außen. Vielleicht kommen die Schafe nachher immer wieder. Schafe sind wieder da. Da hinten steht ein Auto. Oha, vielleicht wohnt da noch jemand. Guck mal. Ja, da hinten ist auch noch ein rotes gedecktes Dach. Was? Also wohnt da hier auch noch jemand. Vielleicht gehören dem auch die Schafe. Also wahrscheinlich doch noch die letzten Ureinwohner, die ihr Dorf nicht aufgegeben haben. Hast du nicht gesagt, dass du damit gerechnet hast oder so? Oder war das? Ja, weil ich da irgend sowas was gelesen habe, dass noch ein Mütterchen da wohnt und irgendwas tut und eine Familie oder so. Aber ich weiß nicht, ob das dazu hierzu war oder zu was anderem. Ja, vielleicht haben wir noch mehr so verlassene Orte. Philipp hat die ganzen, ich sag mal, Ziele, Lost Places und sowas rausgesucht für diesen Urlaub. Und ich lasse mich einfach überraschen.
Ah, hier hinten ist noch ein Auto und noch ein Auto. Die fahren alle nur Caddies hier, ne? Sowas in der Art, von der Form. Ah, und da steht noch was. Ein kleiner Jeep und ein Traktor. Ja. Also hier hinten, die fahren wahrscheinlich auch von hier hinten da ran, denke ich. Aber es ist krass, dass die dann inmitten der Ruinen leben, ne? Die Wand steht verdächtig schief. Oha. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier hoch? Zu diesem anderen Ding da. Soll ich hier mal vorgehen, gucken? Ja. So, wir haben, ich glaube, bei den Schafen habe ich aufgehört zu filmen. Und dann kam der Schäfer mit seinen Hunden. Ich habe mich voll erschrocken. Und wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Dorf. Also hier ist das Dorf. Zu der Kirche kamen wir jetzt nicht. Also mit Klettern und so kommen wir bestimmt dahin. Philipp möchte hier unbedingt auf diesen Berg hoch. Die Frage ist halt hier einfach geradezu. Er scheint mir nicht so intelligent. Wir gucken mal. Ja. Nein, dass hier geradezu einfach hochgehen nicht so intelligent scheint. Und ja, es sieht auf jeden Fall echt spektakulär aus hier.